Hallo, liebe Gartenfreunde, heute zeige ich euch meine kleinen Paprikapflänzchen. Die ersten sind schon am fünften Tag gekeimt, dann am sechsten und überwiegend alle am siebten Tag sind schon erschienen. Und jetzt, wir müssen wieder in Hauptplan reingucken. Was ist hier? Uns interessiert momentan Paprika. Also, Paprika, Keimdauer ab 7 bis 14 Tage. Das ist ganz normal, sogar ein paar Tage eher, aber nicht alle, nur manche Pflanzen. Keimtemperatur 25, 27 Grad. Das ist extrem wichtig. Und ich wiederhole, aber das ist wirklich, meine Freundin, gute Bekannte, ist gestern gekommen und sagt, sie hat Paprikasamen gesät und nichts geworden. Ich habe gefragt, ob wie lange, sie sagt, 2 Wochen schon. Wo sind die Samen? Wo befinden sich die Samen? Habe ich gefragt. Einfach am Fensterbrett. Es heißt Zunk unter drunter. Nein. Sind die bedeckt wie Mini-Gewächshaus gemacht? Hast du gemacht was für Samen, Bedeckung? Nein, auch nein. Ich habe gesagt, im Zimmer ist Temperatur bestimmt 20 im Durchschnitt bei euch. Also feuchte Erde, wo die Samen sind, hat noch weniger Temperatur. Aber man muss 25, 27, muss die Erde so warm sein, wo die Samen drin sind. Das ist zu kalt für die Samen. Entweder werden die noch ein paar Wochen stehen, vielleicht erscheinen dann, wenn mehr Sonne scheint, ich weiß es nicht. Aber momentan, das waren keine gute Klimaverhältnisse für die Samen, für Keimung von den Samen. Also, zweite Keimtemperatur, also die Erde. Oder manchmal lassen manche Gärtner in der Watte keimen, feuchte Watte nehmen sie, Wattepads. Das kann man auch machen, wenn man will. Aber ich bevorzuge natürlich Aussaaterde. Und Temperatur war zu niedrig. Jetzt entweder lange, lange warten und die Hoffnung, ob die erscheinen oder nicht, das ist auch klein. Okay, dann so hat bei mir Mini-Treibhaus ausgesehen. Aber nur wenn die Pflanzen erscheinen, man muss Deckel wegmachen. Im Deckel gibt es 2 Fensterchen und wo wann das Gewächshaus, Mini-Gewächshaus, auf dem Brett gestanden war. Unter dem Brett war Heizung, da war ganz warm. Und Mini-Treibhaus geschwitzt, immer waren Kondensattröpfchen. Ich habe Fensterchen aufgemacht, durchgelüftet, dass die Wassertropfen, die konnten die kleine Pflanze kaputt machen. Und die Erde, wo die Samen waren, diese Erdtöpfe, da war Temperatur 25, 27 drin, nicht im Zimmer. Also, dann zeige ich euch auch, das ist einfach Plastikdose. Eine in anderem, oberste mit Löcher, unterste ohne Löcher. Und da kann man auch Erde, Aussaaterde geben, Samen reinstecken und mit Folie
Frischfolie oder mit Abfalltüte, auch Folietüte bedecken, ganz bedecken hier oben. Und das ist auch so Effekt Mini-Treibhaus. Oder wer hat elektrische Decke, kleine, extra für Pflanzen unten drunter legen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, Temperatur für Keimung von Samen so höher zu stellen. Drei Möglichkeiten mindestens, entweder mit Elektrizität oder einfach unsere Heizung und Brett. Und was möchte ich noch sagen? Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, dann erscheinen kleine Pflanzen. Und wenn nicht, da wollen die nicht erscheinen bei der Kälte. Über Feuchtigkeit haben wir mit Ihnen im Video gesprochen. Oben links ist Zeichen, so Symbol, man kann klicken und dieses Video erscheint. Feuchtigkeit, von Anfang an machen wir die Erde feucht, 50-50 kann man sagen, und dann gießen wir überhaupt nicht, bis die alle erstmal erscheinen alle Pflanzen und dann müssen wir tasten. Wenn ich hier die Erde taste, hier, die ist trocken. Und dann kann ich gießen. Aber wie? Schaut ihr bitte mal. Ich habe diese. Ich weiß nicht ehrlich, habe wieder vergessen, wie die heißt, in Apotheke gekauft. So, zwei, drei, vier Tröpfchen. Bisschen nur vielleicht nicht vier, vielleicht bis 10 Tröpfchen. Aber wirklich, das ist wenig. Manche gießen extrem viel und dann gehen Pflanzen kaputt. Manche gießen die Samen, die noch in der Erde sind. Und die Samen verfaulen da in der Erde und erscheinen nicht. Und dann kann man so, die sagen, oh, du hast schlechte Samen verkauft. Und, aber das mit Gießerei nicht übertreiben. Das ist schon auch sehr, sehr ein wichtiger Moment. Ihr habt gesehen, wie viel ich gegossen habe. Das sind nur so Tröpfel, ich zeige mal näher. So, wo die Pflanze ist, da ist nass. Rest braucht man nicht total nass machen. Lieber öfter und wenig als einmal zu viel und dann alles kaputt wird. Aber bevor wir über Licht und Beleuchtung reden werden, zeige ich noch ein Problem. Es kann so sein, zum Beispiel diese Pflanze, da sind die zwei Blätter, alles gut, aber nebendran ist die Pflanze und die Blätter sind noch in der Schale. Die Schale ist so, bleibt fest an der Pflanze. Und wir werden großen Fehler machen, wenn wir einfach mit zwei Fingern nehmen und werden diese Schale einfach ziehen. Man darf das überhaupt nicht machen. Aber was muss gemacht werden? Diese Schale befeuchten. Einfach feucht machen und so lassen. Vielleicht zweimal befeuchten und für 10 Minuten so stehen lassen. Und dann geht das total einfach. Und nach 10 Minuten mache ich das ganz leicht ab. Man muss nicht die kleinen Pflänzchen mit kaltem Wasser gießen.
Mindestens muss Zimmertemperatur sein. Wenn nicht lauwarm, dann lieber Zimmertemperatur. Abgestandenes Wasser, kann man so sagen. Unsere Keimlinge sind da und man muss über Temperatur und Lichtstunden reden. Also für Wachstum von kleinen Pflanzen braucht man Tagestemperatur 22, 23 und Nachttemperatur 15, 16 Grad. Und Lichtstunden pro Tag, erste 7 Tage für kleine Paprika, 24 Stunden Licht. Die nächsten Tage ab 8 bis 30, also bis Monat, 16 Stunden. Danach 10 Stunden. Und danach kommt schon mehr Sonne und danach, nach einem Monat bestimmt, Mitte März wird das bestimmt, reicht dann Fensterbrett auch, aber man weiß noch nicht. Aber jetzt 24 Stunden Licht brauchen die Kleinen. Und ausführlicher, was für Lichter, welche Lichter, wie stellt man da, reden wir im nächsten Video.